Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, heute geht's mal wieder weiter mit einer coolen Folge Minecraft Mobs, denn wir werden uns heute mal zum Zombie verwandeln. Wenn euch das Ganze gefallen sollte, Like und Abo nicht vergessen und schaut gerne mal in die Beschreibung auf craftingpad.de für coole T-Shirts, zum Beispiel dieses T-Shirt hier, das Noob vs. Pro vs. Hacker vs. God T-Shirt. Und Leute, zu jeder Bestellung gibt es eine handsignierte Autogrammkarte auch noch gratis dazu. Die könnte zum Beispiel so aussehen. Tada, seht ihr hier. Genau. Also Leute, Beschreibung abchecken und jetzt viel Spaß beim Video. Denn wir werden uns heute, wie gesagt, zum Zombie verwandeln. Und das ist eine Sache, die, ja, die könnte ganz, ganz interessant werden. Sagen wir es mal so, denn das hier ist meine kleine, aber feine Höhle. Ich nehme mal ganz kurz hier meine Sachen mit. Wir haben nämlich hier, ja, wie ihr seht, nur Lederrüstung, jetzt nichts Besonderes oder sowas. Und wir gehen mal ganz kurz raus. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wer von euch hat jetzt Ferien? Weil ich glaube, die meisten sollten jetzt Ferien haben. Schreibt mal in die Kommentare ja oder halt nein oder je nachdem, ob ihr halt Ferien habt. Oder nicht? So, Leute, was wir heute machen werden, ist in dieses Haus einbrechen. Denn das Haus ist ein spezielles Haus. Es ist so eine Art, wie nennt man das? Gruselhaus? Wir sehen hier nämlich Schilder. Hier steht Zombie-Verwandlung und da vorne war da nicht noch ein Schild irgendwo? Ich glaube, da war noch eigentlich noch ein Schild, aber das ist scheinbar verschwunden. Naja, Problem ist an der ganzen Geschichte. Wir kommen da nicht einfach so rein, denn wenn wir da einfach so reinrennen, ich glaube nicht, dass wir einfach mit einer Lederrüstung gegen einen Zombie kämpfen wollen, gegen Mini-Zombies kämpfen wollen, gegen Giant-Zombie kämpfen wollen. Und da drin sind natürlich auch noch Zombies, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Dementsprechend, Leute, dachte ich mir, okay, wir holen uns ein bisschen Unterstützung, denn es gibt ja hier einen wunderschönen Zauberer. Den sollten wir wahrscheinlich die einen oder anderen kennen. Hier, Zauberer am Hügel. Gehen wir mal ganz kurz rein. Und der hat auf jeden Fall einen ganz schicken Laden hier, könnte man sagen, ne? Okay, also wir sehen, da ist der Zauberer. Ich rede mal mit dem. Der hat ja auch ein paar leckere Donuts, muss ich dazu sagen. Auch ein Braustein im Hintergrund. Alles Mögliche, was man eigentlich als Zauberer braucht. Also wir reden mal ein bisschen mit dem, ne? Oh, wer kommt denn da rein? Ja, ich, ne? Moin, ich bin's, Tim. So, wir reden mal ein bisschen weiter mit dem. Jetzt sagt er was. Du willst in die Zombie-Villa. Ja, das ist der Plan. Da hast du auf jeden Fall recht. Beziehungsweise diese Horror-Villa, wenn man das jetzt so nennen kann, sage ich jetzt mal ganz entspannt. So, dann ist er ein bisschen sprachlos zumindest. Macht er so einen Eindruck, deshalb die Punkte über den Kopf, würde ich sagen, ne? Macht jetzt nicht den besten Eindruck. So, das würde ich an deiner Stelle nicht machen. Okay. Also irgendwas will er uns ja sagen damit, ne, dass die Zombie-Villa vielleicht doch nicht so ohne ist, dass man da vielleicht doch nicht einfach so reinspazieren sollte. Ja, das ist jetzt hier die Frage der Fragen, liebe Freunde. Reden wir mal weiter mit dem Kollegen hier. Die letzten 5 Menschen kamen dort nicht lebendig zurück. Ist natürlich jetzt nicht beruhigend zu hören, aber Leute, wir haben ja ein Ziel, wir wollen trotzdem Zombie werden. Oder vielleicht sind die ja Zombie geworden. Ne, das weiß er jetzt, glaube ich, hier nicht. Was sagt er noch so? Aber falls du doch dorthin gehst, kannst du das Equipment aus der Kiste nehmen, du wirst es brauchen. Schauen wir mal ganz kurz in die Kiste rein. Oh, ja, das ist, ich mache mal ganz das hier weg, so. Das ist auf jeden Fall Equipment, was wir benötigen werden. Das nehme ich einfach mal alles mit. Wir packen mal die Ledersachen zurück. Gleich packen wir die auch am besten auf den Armor-Stand. Wir haben noch ein Eisenschwert, wir haben ein paar Goldäpfel und wir haben Fleisch. Das ist auf jeden Fall gut. Und was sagt der noch so? Und du sollst es alleine schaffen. Also ich glaube, der ist ein bisschen sprachlos, merkt er wahrscheinlich. Na, aber ja, wir schaffen das auch alleine, bin ich mir sicher. Deine Community unterstützt dich ja bestimmt nicht mit einem Like plus Abo. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, 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 ist klar. Ist klar, Leute. Beweist dem Zauberer mal das Gegenteil. Lasst jetzt mal ein Like da, lasst jetzt mal ein Abo da. Dann zeigen wir dem Zauberer auch, dass die Community uns unterstützt, dass wir gemeinsam stark sind. Also einfach mal ein Like da lassen, Leute, damit der Zauberer, ja, sieht, dass wir stark sind. Weil er glaubt es gerade nicht, aber das stimmt ja nicht, ne? Wir sind stark. So, deshalb, Leute, gehen wir mal raus. Und es wird auch langsam dunkel, sehe ich gerade. Ich werde mal ganz kurz hier die Sachen zurückbringen. Beziehungsweise ich werde mal ganz kurz hier die Ledersachen wieder aufhängen. So, einmal dahin, zack, zack, zack. Zack. So, gehen wir mal ganz kurz raus. So, Tür zumachen, wollte ich sagen. Okay, Leute. Also, wir haben jetzt das Baba-Equipment. Also, es ist wirklich krankes Equipment, ne? Deshalb würde ich sagen, ab in die Schlacht. Ich hoffe, wir schaffen das. Und let's go. Ne, eine andere Chance werden wir hier nicht mehr haben. So, Kollege. Oh ja, den machen wir erstmal ein bisschen Schaden. Er macht uns aber gar nicht so viel Schaden, scheinbar. Oh ja, den kriegen wir ganz gut. Den kriegen wir ganz gut. Aber die anderen Zombies lassen natürlich auch nicht auf sich warten. Den haben wir, Leute. Okay. So, da kommen die anderen Zombies schon angerannt. Mehr oder weniger. Alter,
Boah, aber die, oh, ja, down ist er, der Erste. Der Erste ist down. So, Kollege, oh ja, der Nächste ist down. So, und jetzt hier, der Nächste, Alter. Okay, die machen auf jeden Fall ein bisschen Schaden. Hier müssen dann diese Zombie-Köpfe irgendwo versteckt sein, in diesem Gruselhaus, Leute. So viel steht auf jeden Fall fest. Boah, Alter, okay. Jetzt ist die Frage, wo soll ich als Nächstes hin? Oh, okay, wir werden auf jeden Fall schon von einigen Seiten belagert. Merkt er wahrscheinlich. Ganz kurz zurückziehen, eine Kleinigkeit essen. Also die sind auf jeden Fall heiß auf uns, die Zombies. Und ich glaube, da war doch da ist der erste Kopf. Oh ja, der will ihn bewachen. Der dreht sich da schon im Kreis. So, nehmen wir den ersten Kopf hier einfach mal mit. So, der erste Zombie-Kopf, den haben wir dann hier. Oh, da kommt schon der nächste Zombie angerannt. Ne, die sind auf jeden Fall heiß auf uns. Man merkt es auf jeden Fall. Man merkt es, Leute. So, und jetzt, wo haben wir noch welche Mobs? Haben wir noch welche Mobs? Oh ja, da auf dem Tisch. Aber hier sehe ich jetzt auch weit und breit keinen Zombie-Kopf. Alter, der hat mich einfach ausgetanzt. Bei dem läuft richtig, würde ich mal sagen. So, der, hier ist weit und breit nichts. Ah, doch, da ist ein Zombie-Kopf, okay. Da haben wir einen Zombie-Kopf. So, und der nächste Zombie-Kopf kommt dann natürlich dementsprechend mit. Jetzt die Frage, wo sind die anderen Zombie-Köpfe, ne? Das Haus ist ja auch gar nicht mal so klein, muss man dazu sagen, ne? Deshalb, das ist natürlich ein kleines Problem an der ganzen Sache. Ich renne hier einfach mal durch und schaue, ob ich hier irgendwie noch Zombie-Köpfe finde. Aber hier sehe ich nichts, nein. Oh, da vorne. Oh, was ist denn das da? Da ist noch irgend so ein unbekannter Mob. Alter, der sieht einfach keine Texturen. Was ist denn los mit dem? Alter, okay, bei dem läuft auf jeden Fall, was auch immer wir da bekommen haben. Ja, packen wir mal weg hier. So, sonst sehe ich hier nichts. Nein, das sieht gut aus soweit. Soweit sind wir ganz gut durchgekommen, muss man auch dazu sagen, ne? So, gehen wir nochmal in die obere Etage und... Oh, da sind jetzt auch noch ein paar Creeper. Jetzt geht's ja aber richtig los, würde ich mal sagen, ne? Oh, da hinten! Da hinten, Leute, da hinten haben wir's. Oh Gott, einfach nur mitnehmen, Okay, jetzt die Creeper, ganz schnell. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber... Ah, komm, stirb! Nein! Nein! Boah, der ist einfach explodiert, aber hat die Zombies mit in den Tod gerissen. Okay, da oben sehe ich auch noch eine Leiter. Wir haben noch ein paar Goldäpfel, Leute. Das ist das Einzige, was wir noch zu essen haben. Oh, da ist noch einer. Der bewacht die... Das ist eine Zombie-Trophäe, ne? Das ist eine Zombie-Trophäe sogar. Okay, perfekt, Leute. Wir haben alles. Ich würde sagen, wir schleichen uns jetzt einfach mal hier raus. Frage ist, wo kommen wir hier irgendwie runter, ne? Ich muss ja hier auch irgendwie noch runterkommen, ist die Frage. Aber das sieht hier ganz gut aus, der Schleichweg, würde ich mal behaupten. Aua. Na gut, das war jetzt nicht so optimal. Sonst, ich sehe jetzt hier auch keine Möglichkeit. Oh, doch, da können wir drauf springen. Da können wir drauf springen, oder? Ja, das sieht ganz gut aus. Ein kleiner Umweg, ein kleiner, aber feiner Umweg. Ich will jetzt auch nicht wieder am Giant Zombie vorbei, muss ich dazu sagen. Da müssen wir auch gar nicht, glaube ich, oder? Das müssen wir gar nicht, aber hier auf dem Baum können wir drauf. Perfekt, Leute, perfekt. Ah, ich wollte eigentlich auf die Liane springen. Ein ganz bisschen daneben, aber wir haben alle Zombie-Köpfe, Leute. Das heißt, wir können uns jetzt einfach mal verwandeln zum Zombie und das machen wir einfach mal, würde ich sagen. Das heißt, wir schnappen uns jetzt unsere Zombie-Köpfe, werfen die in einen Cauldron, also in so einen, Gefäß, kann man das so sagen? Sollte man so nennen können. Ist die Frage, wo war nochmal meine Tür? Ich habe meine Tür verloren. Hier vorne müsste das irgendwo sein, ne? Ja, hier irgendwo vorne müsste das sein. Jetzt bin ich einfach meiner Tür vorbeigerannt. Läuft bei mir, würde ich mal sagen. Hier, genau. Hä? Ah, da haben wir sie. Okay, zack, rein da. Und jetzt alles reinmixen. Also Leute, wir werfen mal das hier rein. Zack. Zack, zack und zack, die Trophäe. Alles reingemixt und jetzt müssen wir einfach schlafen gehen. Schlafen gehen und Zombie werden. Perfekt. Okay, Leute, ich glaube, es hat aber geklappt. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, hat es auf jeden Fall geklappt, dass wir endlich Zombie geworden sind. Und... Jawohl, es hat funktioniert, Leute. Wir sind Zombie geworden. Wir sind aber nicht mehr in unserem Haus. Wir sind hier in so einem komischen... Das sieht aus wie so ein Monster-Spawner hier, oder? Irgendwie sieht das so ein bisschen so aus. Kommt mir zumindest irgendwie so ein bisschen so vor, als würde das hier so ein Monster-Spawner sein. Aber wir sehen, Leute, wir haben jetzt hier in der Nähe ein Dorf, beziehungsweise ein Villager dort. Das heißt, ich suche mir mal ganz kurz hier ein paar Sachen heraus, die wir nehmen können, um die, ja, ein bisschen zu trollen, kann man das so sagen. Dynamite, TNT haben wir hier, ne? Ja, komm, nehmen wir ein bisschen TNT, ne? Hier noch so ein bisschen Flint and Steel. Dann greifen wir die auf jeden Fall so ein bisschen an, die Villager. Sind hier überhaupt welche? Hier sind gar keine, oder? Falls... Alter. Alter! Und wo kommen die denn hier alle? Was geht denn hier ab für eine Party? LOL? Hä? Was ist denn hier für ein geheimes Portal? Ein Sandportal? LOL. Okay. Okay, habe ich auch noch nie gesehen. Einfach so ein Sandportal. Leute, wenn ich einen Block hier abbaue, dann spricht hier alles ein. Alles, wirklich alles.
Ja, ich gehe mal ganz kurz hier mal wieder raus. Ich weiß nicht, wie dieses Portal entstanden ist. Ich werde das Portal auch, glaube ich, zerstören hier, oder? Komm, ich zerstöre das Portal mal. Komm, einfach hier alles platzieren. So, und kaputt. Jawohl. Und weg, 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 weg. Und jetzt. Jawohl. Das Portal sollte kaputt sein. Dann haben wir schon mal ein bisschen Schaden hier angerichtet im Villager-Dorf. Das ist ja auch so ein bisschen mein Ziel gewesen, könnte man sagen, ne? So ein bisschen hier Schaden zuzufügen, dem Dorf ein bisschen was zu machen. Ich meine, als Zombie ist man ja auch so unterwegs, dass man die Villager-Dörfer kaputt machen möchte, beziehungsweise den Villagern, ja, ein bisschen Schaden zufügen möchte. Das heißt, ich muss das ja auch machen, ne? Das ist ja quasi meine einzige Aufgabe hier als Zombie, ne? Das heißt, jetzt habe ich es auch erledigt. Ich denke mal, es sollte jetzt auch hier langsam mehr oder weniger genügen, oder? Reicht das? Ja, doch. Ich habe meine Aufgabe erfüllt, Leute. Das ist das Leben eines Zombies gewesen. Wenn es euch gefallen hat, Like und Abo nicht vergessen. Auf craftingpad.de vorbeischauen für diese coolen T-Shirts hier. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein und ciao.